Willkommen, Freunde, zu Remnant from the Ashes 2. Der vierte Teil müsste das jetzt mittlerweile sein. Wir sind jetzt endlich da angekommen, wo wir mal ein bisschen ballern können. Wir, die Teile zuvor mussten wir immer nur ganz, ganz viel quatschen. Ja, okay, jetzt kann er auch sein Schwert benutzen. Genau. Wir können jetzt auch ein paar Gegenstände zerstören und jetzt wirklich wieder ein bisschen was einsammeln hier. Fort! Mist! Wo seid ihr denn? Oh, das ist doch alles wahnsinnig! Der Kristall und Fort! Ich sollte jetzt los, um Clementine zu finden. Oh! Ah ne, halt! Der ist uns wohlgesonnen hier, oder? Oh. Bist du verletzt? Diejenigen, die den Pan fremd sind, wurden sehr lange nicht in Yaesha gesehen. Geht's dir gut? Die Pest hat mich im Griff. Oder ist sie jetzt einfach ein Teil von dem, was ich bin? Es ist so lange her, dass der Unterschied kaum eine Rolle spielt. Aber ein Paxultec? Wie kommt das hierher nach Yaesha? Ich bin durch einen großen roten Kristall von der Erde hierher gelangt. Ein roter Kristall? Ich habe sie in meinem unruhigen Schlummer gesehen. Die Pest denkt oft an sie. Besonders an die Steine der Erde, der Paxultec. Ich bin Medel von den Vaunt. Als diese Welt jung war, dienten die Pan den grünen und wachsenden Dingen. Jetzt verraten die Pan die Welt. Und die Welt, der Wolf, verrät die Pan. Komplizierte Geschichte. Ich suche nach jemanden, einen Paxultec wie ich. Solche ihrer Art wandeln selten in diesem Land. Paxultec, so scheint es, kommen nur in Zeiten großer Veränderungen. Zuerst die Krell, dann der Fort hieß. Selbst unser Gott, der eine von vielen, konnte sich nicht gegen die Paxultec behaupten. Ich bin nicht hier, um etwas zu ändern. Das sagt es so. Dies sagt auch Fort, nun bekannt als der Fluch der Kaiserin. Hast du Fort gesehen? Ist er hier vorbeigekommen? Der Fluch der Kaiserin war seit einer Generation nicht mehr in Yaesha. Nicht seitdem jemand kam, um ihn zu befreien. Veränderung, wie ich bereits sagte. Auch in derselben Generation war ich hier gefangen. Die Augen offen für die üble Pest, aber blind für die Gegenwart. Ha! Wer kann schon sagen, was in dieser Zeit passiert ist? Leider weiß ich wenig anderes. Und doch gibt es viel zu wissen. Yaesha birgt viele Geheimnisse. Boah, der hat ja echt so eine richtig geile, miese, tiefe Stimme, ne? Wahnsinn. Du hast einen Wolf erwähnt. Ist der real oder eine Metapher? Der Verwüster. Seuche der Pan und Schänder des Rehs. Der Wolf jagt alles, wird aber selbst nicht gejagt. Zur Schande aller Pan. Einst Teil des Gleichgewichts hat der unsterbliche Verwüster diese Welt begraben. Und der Pest, die alle Welten zerstören würde, Treue geschworen. Und das rote Reh, das den Verwüster so lange in Schach gehalten hat, wurde seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wenn es versucht, sein eigenes Leben und seine Welt zu retten, muss der Paxultec den Verwüster jagen und ihm ein Ende bereiten. Wisst ihr, wenn ich sage, ich werde diese Bestie finden und vielleicht auch das rote Reh, verändere ich ja schon alles hier in dem Compound oder wie man das auch immer nennen mag oder Biom oder einen unsterblichen Geistermon, es könnte schon schief gehen. Mal eine Frage stellen, ne? Vieles. Habe ich das nicht deutlich gemacht? Die Bestie hat sich mit dem Feind von allem Lebendigen verbündet. Die Bestie ist nicht allein. Die Laimir haben sich ihm im Dienst hingegeben. Viele Laimir, einst Diener der ewigen Kaiserin, wurden von der blutgetränkten Zunge des Verwüsters verführt. Und haben somit die Pan verraten. Vorsicht, Paxultec.
Sie werden bis zum letzten Atemzug der Bestie kämpfen. Also Pan sind quasi wir, die Menschen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Klingt gefährlich. Halbgott, fanatische Krieger, klingt unterhaltsam. Ich kann den Paxotec versichern, dass es nichts dergleichen sein wird. Hast du etwas zu tauschen? Nee, wir haben noch nichts, lohnt sich nicht. Ich möchte gern weitere Fragen stellen. Möge es seine Fragen stellen. Ich biete meine Wahrheiten. Was kannst du mir über das Rote Reh erzählen? Ein lobenswerter Geist. Ein gesegnetes Zeichen der Hoffnung. Das Reh bedeutet Leben und Schutz. Archetypische Anmut, um dem Hunger des Verwüsters entgegenzutreten. Seit einer Epoche und länger hat das Reh sein Gegenüber auf eine ewige Jagd geführt. Doch nun, leider nicht mehr. Was hat sich geändert? Seit sehr langer Zeit sind Reh und Wolf in einen Kampf verstrickt, in dem keiner siegt, da sie es nicht können. Auch wenn das eine durchbohrt und der andere beißt, wird keiner den anderen töten. Doch diejenigen, die Yaesha fremd sind, diejenigen, die nicht an das Gleichgewicht gebunden sind, unterliegen keinen Beschränkungen. Paxultek eliminierte den Wolf. Die Pest gab ihm neues Leben. Oha, hört sich so ein bisschen der Unsterblichkeit an, wenn irgendwas wieder an unendlichen Leben bekommt. Na, egal. Die Saat hat also den Wolf wieder auferstehen lassen. Ja, und der Wolf hat im Gegenzug seine Knechtschaft geschworen. Denn der Verwüster liebt nichts mehr als sein eigenes Leben. Das Gleichgewicht wurde zerstört und die Zukunft ist ungewiss. Wenn der Wolf sterben kann, kann das Reh es auch. Und die Pest schert sich nicht um die Konsequenzen. Die Kinder des Rehs glauben, dass das Gleichgewicht schon immer eine Lüge war. Dass der Verwüster zuerst hätte sterben sollen und dass das Reh wiedergeboren werden muss. Bei letzterem stimme ich Ihnen zu. Ja, Eschas einzige Hoffnung ist, dass das Fremde stoppt. Paxultek muss sich der Pest stellen und allen, die sich ihr anschließen. Was genau ist dir zugestoßen? Ich wurde vor langer Zeit angegriffen. Jahreszeit um Jahreszeit. Es begann als kleine Wunde, aber dann wuchs sie. Und verzehrte mich. Jetzt gibt es mehr Pest als Pan. In Wahrheit weiß ich nicht, warum ich noch lebe. Wenn man es sein Leben nennen kann. Vielleicht will die Pest etwas von mir, von diesem Körper. Und ich lebe nur, weil ich kämpfe. Es ist ein Kampf, den ich verlieren werde. Das ist sicher. Pest wächst in mir, sogar jetzt, während wir uns unterhalten. Sie kann nicht überdauert werden. Also der Typ ist ja so zugewuchert, er wird das nicht mehr lange machen, würde ich sagen. Wer sind die Kinder des Roten Rehs? Die Kinder des Roten Rehs sind unschuldig und naiv. Sie glauben, dass das Gleichgewicht gebrochen wurde, als die Kaiserin zum ersten Mal die Frucht des Lebens aß. Falls das Gleichgewicht überhaupt jemals real war. Sie sind idealistisch und vernünftig. Tollkühn. Und dennoch, wenn ich mir ansehe, was unsere Art zu leben bewirkt hat und wie treu die Kinder dem Reh folgen, fällt es mir schwerer, ihren Glauben in Frage zu stellen. Kannst du mir mehr über den Verwüster erzählen? Die Bestie ist ein Teil von Yaesha. Wolf und Reh, Untergang und Hoffnung waren bereits hier, als die Pan der Dunkelheit begegneten. Die Vaunt sahen beide in einer Vision. Aber leider haben meine Vorfahren Ersteres verborgen. Auf dem Höhepunkt unseres Reiches hat der Verwüster die Pan angegriffen und sie beinahe zerstört.
Nur durch das Lied von Ephir konnten wir die Bestie beruhigen. Hätten wir sie damals nur getötet. Aber die Laemir haben im Interesse des Gleichgewichts gehandelt. Also müssen wir uns wahrscheinlich für das Reh oder den Wolf entscheiden, ne? War ja im ersten Teil auch so, dass man sich für zwei... Also eigentlich zwei Wege entscheiden konnte. Ne? Wird in diesem Fall wahrscheinlich auch so sein. Der Laemir hat den Verwüster verschont. Während die Vaunt dem Wächter der Lebensspende dienten, sorgten die Laemir dafür, dass die Toten bestattet wurden. Sie waren es, die beide Seiten sahen. Die Laemir beteuerten, dass ein gesunder Wald sowohl Blumen als auch Reißzähne enthält. Hoffnung und Untergang. Leben und Tod. Wenn wir einen Teil ohne nachzudenken zerstört hätten, hätten wir letztendlich alles zerstört. Somit wurde der Verwüster verschont und durch Gesang und Anstrengung sehr lange besänftigt, bis sie kam. Ich habe das Gefühl, dass der zweite Teil ein bisschen storylastiger ist als der erste Teil. Nein, weder Ford noch der Zerstörer noch die Paxotec vor meiner Zeit. Aber sie brachte dennoch Zerstörung. Als der Frieden des Verwüsters gebrochen war, nahm die untote Pest seinen Platz ein. Alle Dinge wurden korrumpiert und ich wurde zu dem hier. Das sieht ganz nach der Saat aus. Ja, die Saat, wie das Paxotec sie nennt, hat das Gleichgewicht gebrochen. Es ist ihr Zweck, denn sie sind das Ende des Gleichgewichts. Das Ende aller Dinge. Um sich selbst zu retten, dient der Verwüster nun der Pest so treu, wie die Laemir dem Wolf dienen. Das Gleichgewicht ist gestört. Nur der Tod des Verwüsters und die Heilung des Rehs können es erneuern. Das spüre ich in meinen Knochen. Okay, ich habe keine weiteren Fragen. Ich denke mal, ich habe alles gehört. Lebe wohl. Lebe wohl, Paxotec. Möge das rote Reh auf seine Schritte achten. Ja, ich hoffe, es tritt mir nicht ordentlich auf die Füße. Boah, das sieht aber jetzt endlich mal nach einer Kampfarena aus, oder? Der Wolf sieht aber auch geil aus, ey. Mann, 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 ey. Aber die Grafik ist echt schon nice, muss man wirklich sagen. Also mir gefällt es auch, dass sie sich so ziemlich an den ersten Teil mit orientiert haben. Es geht los. Okay, immer schön nachladen. Ja, mal schön abrollen. Oh ja, Nahkampf. Zack. So, müssen wir ein bisschen gucken. Ich möchte natürlich alles abgrasen. Alter. Warum kommt denn jetzt schon so Big Boss hier? Boah. Alter, der ist auch mal fett. Haben wir hier nicht noch Spezial irgendwie? Ja, ne? Genau. Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht wirklich nicht gut aus. Okay, wir müssen wirklich... Also erstmal eingrooven hier und ein bisschen mehr ausweichen. Das hier eigentlich... Ach, das war übel. Ich sag's dir. Ah, okay. Alles klar.
Ja, wie gesagt, das ist am Anfang noch ungewohnt, aber... Ja, man kennt ja den ersten Teil, aber... muss mich trotzdem erstmal wieder dran gewöhnen hier. Weil ich auch wirklich alles finden möchte. So, hier waren wir auch noch nicht. So, die Kisten müsst ihr jetzt zerstören können, ne? Ja. Ja, sehr gut. Das. Ja, er schlägt noch unheimlich langsam, ne? Weil der Charakter immer noch nicht so richtig aufgelevelt ist. Also, gerade jetzt so am Anfang, man merkt, er hat kaum Kraft. Ah, eine Truhe. So. Verbotene Hain. Also die Sumpfgeräusche hören sich so ein bisschen wie bei Star Wars an, finde ich. Das ist ja wirklich ein ein Hirsch. Okay, wie sagt die Karte? Karte sagt hier lang. Eisen, das gute Yo Wasch. Ja gut. Super. Okay, wir zerstören natürlich wieder die Inneneinrichtung. Was willst du machen? So. Da geht's nicht mehr weiter. Da waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Bisschen Geduld geht doch alles. Ja. Okay. Fand die alten Karten, glaube ich, sogar ein bisschen besser, ne? Vielleicht täuscht das ja auch. Gucken. Was macht denn dieses Reh eigentlich hier, der Rehbock hier? Kann ich ja... Jetzt nimm doch mal die Knarre. Oh, du sollst schießen. Was passiert denn hier, wenn man so ein Reh erlegt? Gar nichts. Okay. Na, ach so, da, von da bin ich ja gekommen, ne? Genau. Achso, mit ihm haben wir schon gesprochen, genau. Naja, ein bisschen Orientierung müssen wir noch finden hier. Landschaft sieht so ziemlich gleich aus. Hier gibt es ein Ende. Gucken, ob wir hier unten schon alles abgegrast haben. Weiß auch nicht, ob das so clever ist, die zu zerstören, weil eigentlich sollte man die ja benutzen, wenn Gegner in der Nähe sind. Ah, hier ist noch ein unbekanntes Gebiet. Dass sie jetzt gleich schießen können am Anfang. Das war's. Das finde ich schon übel.
Boah, das war aber knapp. Ja, mach dich weg. Oh, wieder so ein fettes Teil, ey. Ah, hier wird auch noch mal was. Ja, nicht viel geholfen. Boah, es ist aber echt energietechnisch hier eine Katastrophe. Ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen weg hier. Schwierigkeiten. Ja, wir kommen ganz schnell in Schwierigkeiten, merke ich gerade. Mann! Oh nee, ne? Freunde, das gibt's doch gar nicht. Und da hat's mich doch da rausgehauen, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich da bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein bisschen Liebe da, einen kleinen Abo nicht vergessen. Ihr seht, hier ist ein absoluter Noob. Ich hoffe, kommen wir ordentlich weiter. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dahin.